Der FC Bayern München, bekannt als der erfolgreichste Fußballclub Deutschlands, wurde vor wenigen Monaten zum 11. Mal in Folge deutscher Meister. Doch im DFB-Pokal schien alles anders zu sein. Bei einer vermeintlich sicheren Partie gegen den Drittligisten FC Saarbrücken hat niemand mit diesem Ergebnis gerechnet. Zu Beginn schien alles nach Plan zu laufen, als Thomas Müller das 1:0 erzielte. Doch kurz vor der Halbzeitpause kam der Ausgleich. Und als ob das nicht genug wäre, schockte Manuel Neuer die Bayern-Fans mit einem weiteren Gegentor kurz vor dem Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem sensationellen 2:1-Sieg für Saarbrücken. Der Torwart des Underdog-Teams, Tim Schreiber, konnte sein Glück kaum fassen. Ich kann es nicht glauben, das ist Wahnsinn. Wenn uns das jemand am Tag der Auslosung gesagt hätte, hätte jeder uns für verrückt erklärt. Das ist einfach großartig, freute er sich im Interview mit Sportschau. Trotz der Trainerwechsel in den letzten Monaten, bei dem Julian Nagelsmann durch Thomas Tuchel ersetzt wurde, scheint das Glück nicht auf Bayerns Seite zu sein. Die Bayern-Fans sind gespannt, wie es weitergeht. Welche Überraschung erwartet uns als nächstes? Bleibt dran, um keine spannenden Entwicklungen zu verpassen.